80 Jahre am Pregel, die letzte Königsbergerin Gerda Preuß. Ein zweistöckiges Doppelhaus, gelb gestrichen mit rotem Ziegeldach, in sehr viel besserem Zustand als die meisten Häuser in Kaliningrad. Ulica Tschekistow 137. Hier ganz am Ende der Straße der Tschekisten, Ecke Kastanienallee muss es sein. Hier soll die letzte Königsbergerin leben. Ist sie zu Hause? Hat sie Zeit für mich? Ich läute an der Tür. Eine Zeit lang passiert gar nichts. Dann Stimmen, Schritte. Die Tür öffnet sich. Ich grüße Sie, Frau Preuß. Guten Tag. Bitte guten Tag. Die alte Dame freut sich ganz offensichtlich über den unangemeldeten Besuch. Ich hoffe, ich störe Sie nicht jetzt. Nein. Du schließt den Schlüssel hier auflegen. Hier kommen die Nachbarn. Ach so. Wenn Sie ablegen, eine Tasse Kaffee werden Sie annehmen. Gerne, ja. Bitte gehen Sie weiter. Dankeschön. Das ist ja gemütlich hier. Das ist meine Wohnung. Seit über einem halben Jahrhundert lebt Gerda Preuß in dieser Wohnung. Seit dem 24. Oktober 1950. Und in Königsberg 80 Jahre. So lange wie keine andere Königsbergerin. Königsbergerin bin ich die einzige hier, die jetzt hier ist noch. Die anderen sind in Ostpreußen geboren und nicht in Königsberg. In Königsberg bin ich nur allein. Am 15. März feierte Gerda Preuß ihren 80. Geburtstag. Und wenn die freundliche alte Dame, die in ihrem hellblauen Pullover mit dazu passender schwarzer Weste durchaus nicht wie eine Greisin wirkt, vom Geburtstag erzählt, dann strahlt sie. Hier war es wie in einem Blumengeschäft. Ich hätte eine gute Konkurrenz bieten können. Alle Vasen waren voll. Ich habe ja selbst sehr viele Vasen und dann haben wir noch später in den Eimer gestellt Blumen. So viele waren hier. 80 Jahre in Königsberg, das ist kein Leben wie jedes andere. Das ist eine lange und fast unglaubliche Geschichte. Eine Geschichte mit Höhen und Tiefen, mit Leid und Freude und wie es scheint, mit einem Happy End. Kaum habe ich im Sessel Platz genommen, wartet Gerda Preuß mit einer frohen Botschaft auf. Jetzt habe ich die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen. An ihrem Lebensabend ist die deutsche Königsbergerin wieder Deutsche geworden. Vor wenigen Tagen erhielt sie ihren Pass. 55 Jahre lang besaß Gerda Preuß nur einen sowjetischen bzw. russischen Pass. Ich bekam den russischen Pass 1946, Ende 46 oder Anfang 47 habe ich ihn bekommen. Anfang 47. Unter dem neuen Namen. Unter dem litauischen Namen. Ja, der übersetzt wurde ins Litauische. Preuß, Preussinjenje. So wird aus der preußischen Frau Preuß über Nacht die vermeintlich litauische Frau Preussinjenje. Dank der guten Dienste eines russischen Bekannten. Der wollte mir helfen. Und der hat mir wirklich geholfen. Ich habe ja hier keine Schwierigkeiten mit der Arbeit gehabt und ich habe gut verdient. Denn alles, was hier in der Wohnung ist, das habe ich ja selbst angeschafft. Ist ja nicht geerbt worden und alles von uns gekauft worden. Aber Maria als Krankenschwester hat ja sehr wenig verdient. Aber ich habe ein gutes Gehalt gehabt. Man hat mich hier sehr geschätzt. Da sie in der Vorkriegszeit Russisch gelernt hat, kann sie den neuen Herren des Landes zunächst als Dolmetscherin nützliche Dienste leisten und anschließend beruflich Fuß fassen in Kaliningrad. Russisch bestimmt ihr ganzes Leben. Ohne Russisch hätte Gerda Preuß keine Zukunft gehabt im sowjetisch besetzten Ostpreußen. Dank ihrer Sprachkenntnisse bringt sie es zur Hauptbuchhalterin, verdient gutes Geld und lebt nicht schlecht gemeinsam mit Lebensgefährtin Maria aus Moskau. Bereits kurz nach Kriegsende hatten sich die Lebenswege beider Frauen gekreuzt. 50 Jahre waren wir hier zusammen. In Georgenswalde haben wir zuerst zusammengelebt, im Sanatorium. Sie war da Krankenschwester, sie war ja von dem Komsomolwart engagiert worden zum Aufbau von Kaliningrader Gebiet. Und da hat sie sich auch dazu bereit erklärt und sie wollte in einem Jahr dann wieder zurück. Und dann haben wir uns kennengelernt in der Zeit, aber ich habe mich gerade von meinem damaligen Freund getrennt, von dem russischen Offizier. Und da fuhr ich nach Georgenswalde, da haben wir uns kennengelernt und da haben wir uns zusammengetan und wir zusammengeblieben und da haben wir diese Wohnung bekommen später. Gerda Preuß, die so heitere und lebensbejahende Frau, für einen Augenblick wirkt sie traurig. Sie deutet in Richtung Fenster. Das ist Maria übrigens, das ist ihr Bild, ihre Fotografie. Die wäre am 2. April auch 80 geworden, Maria. Gerda Preuß lässt ihre Gedanken zurückschweifen in jene Zeit, als der Himmel über Königsberg einstürzte, als die Festung Königsberg fiel. Der Tag der Zeitenwende, das war der 9. April 1945. Es war ein sonniger Tag, ein kalter Tag war's. Und dann habe ich den ersten Russen da getroffen. Ich kam aus einem Keller raus, da kamen deutsche Soldaten kamen entgegen und haben gesagt, der General Lasch hat kapituliert.
Und jetzt werden die Russen reinkommen. Die sind übrigens schon hier drin in der Stadt. Ich habe das nicht ganz glauben wollen. Ich habe ja damals schon nicht in der Universität im Institut gearbeitet, aber schon als das Institut ausgebombt wurde, war ich ja schon in der Universitätskinderklinik tätig. Da ging ich den Schlossberg runter und der Russe kam rauf. Und überall hinterher waren dann Pferdewagen und keine Bomben mehr, kein Abschuss. Die Katjuscha hat schon geschwiegen. Es war alles sehr still. Und bis zum Nachmittag. Und gegen Abend kamen dann die Russen rein in unsere Klinik. Dann hat man uns dann gebeten, rauszugehen. Und die Kinder, die da waren, das waren 15 oder 16 Kinder waren da und zwei Ärzte, die hat man ins Krankenhaus für die Barmherzigkeit überführt. Mal alle auf Wagen, in Wagen eingepackt, auf einen Lastwagen mit Matratzen und so weiter. Das war sehr vorsichtig, haben die das gemacht übrigens. Aber uns hat man die Bastion Sternwarte geschickt. Und dann dieser Marsch um Königsberg herum. Das war schrecklich. Man hat uns ja da nichts zu essen, zu trinken gegeben. Wir haben ja aus den Pfützen, aus den Teichen haben wir da Wasser getrunken. Und da hatten wir dementsprechend Darmstörungen. Und da haben wir in den Scheunen übernachtet oder überhaupt unter offenem Himmel. Und dann nach 8 oder einer Woche ungefähr hat man gesagt, wir können wieder nach Hause gehen, nach Königsberg. Gerda Preuß geht nach Hause und bleibt ein Leben lang. Und fühlt sich durchaus nicht unglücklich als Deutsche unter Russen in Kaliningrad. Deutschland, das liegt für sie jenseits des Horizonts, mehr als 4 Jahrzehnte lang. Ein anderes Kontinent, kann man sagen, das wie Amerika oder sowas. So weit war das entfernt für mich. Ja, ein anderer Stern war das. Und die deutsche Sprache, ihre Muttersprache, die muss Gerda Preuß, wenn sie überleben will, im russischen Ostpreußen schlicht vergessen. Ich habe überhaupt nicht ein Wort mehr Deutsch gesprochen, von 46 an. Ein Sonnenstrahl fällt vom Garten in die Wohnung. Sofort hält sich die Miene meiner Gastgeberin auf. Gerda Preuß blickt wohlgefällig auf ihre kleine Welt dort draußen. Der Garten, das ist ihr Refugium, ihr Ein und Alles. Wenn sie selbst auch nicht mehr im Garten arbeiten kann, so freut sie sich doch an dem, was die Natur da alle Jahre wieder hervorzaubert. Ja, im Garten, da sind Stachelbeeren, Himbeeren, schwarze Johannisbeeren, viele Äpfel. Bald werden die Tulpen hier blühen und Narzissen da ein bisschen weiter. Und hier sind Elstern, die haben sich da ein Nest gebaut. Die eine, glaube ich, die sitzt schon auf den Eiern, glaube ich, die Elsterfrau. Kein Zweifel, die letzte Königsbergerin, sie ist eine durch und durch zufriedene Frau. Trotz der bescheidenen Rente von umgerechnet gerade mal 100 Mark. Aber zum Glück hat Gerda Preuß ja gute Freunde in Deutschland, die sie regelmäßig besuchen. Sie wünscht sich nur, wieder gehen zu können. Den Rollstuhl, den Bekannte ihr wohlmeinend brachten, den verbannte sie kurzerhand in den Keller. Sie hofft, dass die neuen, teuren Medikamente aus Amerika endlich Wirkung zeigen. Das Leben hat sie Geduld gelehrt. Seit 56 Jahren lebt Gerda Preuß nun in Kaliningrad. Doch sie ist immer Königsbergerin geblieben. Für mich ist sowieso Königsberg, Königsberg. Wie kann man es nennen will, ist es egal. Königsberg oder Kaliningrad oder noch irgendwie, sowieso Königsberg werde ich niemals verlassen. Man hat mich immer gefragt, wenn du jetzt einen deutschen Pass bekommst, dann fährst du und kommst nicht wieder zurück. Sondern niemals, ich werde immer zurückkommen. Denn hier bin ich geboren, hier will ich auch sterben, hier habe ich auch einen Platz auf dem Friedhof gekauft, nebenbei mit Marias Grab. Und ich will auch hier beerdigt werden. Wünsche an das Leben, abgesehen von Gesundheit, hat Gerda Preuß nicht mehr. Aber einen Wunsch äußert sie doch noch, als ich mich von ihr verabschiede. Und die alte Dame hat sichtlich Mühe, die Tränen zu unterdrücken. Für mein Königsberg, dass es wieder aufleben soll, wie es mal war. Das wünsche ich sehr. Das wünsche ich sehr. Dass es wieder blühen soll.